Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Nicolonia Map mit mir, dem Chris LP. Ja, wir machen weiter mit der Bodenbearbeitung, denn im letzten Part haben wir ja geschaut, dass die Rüben wegverkauft worden sind und ja, gegrubbert wird jetzt. Und ja, jetzt geht es an das Düngen. Und am Anfang kann ich gleich nochmal sagen, sorry nochmal dafür, dass ja, gestrigen Tag, also am Donnerstag, keine Folge von hier kam, von der Nicolonia. Das lag daran, dass ich arbeitstechnisch ein bisschen eingespannt war und das nicht geschafft habe. Und drum kam da keine Folge. Aber jetzt denke ich, kommt das Wochenende und da wird wieder mehr oder werden mehr Folgen wieder kommen davon. Und ja, jetzt werden wir schnell düngen fahren. Aber zuvor, bevor wir düngen fahren, denn Düngen ist jetzt nicht ganz so wichtig, das können wir gleich noch handeln, müssen wir mal eine kleine Sache tätigen, denn wir sehen ja jetzt an mit dem John Deere und ja, es geht so mittelmäßig voran. Und ich dachte mir jetzt, wir mieten uns einen Schlepper, einen Fendt hätte ich gesagt. Wir können uns natürlich aber auch einen Deutz mieten, einen Case mieten. Er wäre sogar billiger. Können wir uns auch einen Case mieten? Das wäre auch mal was. Ja, genau. Wir mieten uns einen Case. Mit einer Sämaschine davor. Denn dann kann gesät werden. Ich hätte aber gesagt, wir holen uns keine normale Sämaschine, sondern wir holen uns eine Quernelan Optima V. Denn ich möchte entweder Rüben sehen oder ich möchte Sonnenblumen oder irgend sowas möchte ich sehen. Und ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. So. Dann springen wir ganz schnell zu dem hin. So. Dann werden wir die Sämaschine schnell voll machen. Ah, da kann sogar gedüngt werden, siehst du. Und das ist auch sehr schön, nämlich dann machen wir zwei Arbeitsgänge in einem, dann brauchen wir da schon mal nicht düngen. So. Dann jagen wir schnell zum Hof, beladen den mit 5,15er und dann ja, kann es weitergehen. Ja, am Freitag erscheint ja diese Folge und ich denke mal, am Freitag wird es auch vielleicht einen Livestream geben, wenn ich dahin, wenn ich es hinbekomme. Denke ich, würde es wieder einen Livestream geben auf dieser Map. Natürlich im Singleplayer. Viele haben ja gefragt, ob das Ganze im Multiplayer stattfindet. In dem Stream kam ja öfters die Frage, findet das im Multiplayer statt oder kann man mitspielen, kam ja die Frage. Und wow, genau, geil. Ich würde mal sagen, das war grandioso Big Pack. Genau, nehmen wir den so. Hauptsache er wird entleert. Mal, also so viel ist da nicht mehr drinnen. Hab nicht gemacht. Auf jeden Fall kam des Öfteren die Frage, ob das, ob man da mitspielen kann. Und ja, ich kann noch mal sagen, jetzt hier auch in den Aufnahmen, das ist ein Singleplayer-Spielstand und wenn ich hier drauf streame, dann findet es in Form eines längeren Let's Plays, sage ich mal, statt oder in Form einer längeren Aufnahme statt. Denn in Livestreams schaffen wir halt mehr, sage ich mal einfach so jetzt. Denn ihr seht, wenn wir jetzt hier so eine Viertelstunde haben, ja, wir schaffen jetzt nicht so viel, wie wenn wir streamen würden. So, genau, dann füllen wir mal den Dünger auf. Oh, alles weg, okay. Dann brauchen wir, glaube ich, nochmal einen. Und deswegen, im Stream schaffen wir halt viel mehr, als wenn wir jetzt hier immer rumdrödeln. Und so können wir vielleicht im Stream sogar Ernten anfangen wieder. Und dann passt das Ganze auch. Ja, ihr habt ja zahlreich auch kommentiert wegen der Sache, an welchem Tag oder an welchen beiden Tagen ich streamen soll. Da habe ich ja zur Frage gestellt, ob ich am
Dienstag und am Freitag streamen soll. Manche haben gesagt, ja, das ist ein guter Tag, stream mal da. Andere haben gemeint, vielleicht wäre es besser, wenn du am Freitag oder am Mittwoch streamen würdest. Ein anderer meinte, vielleicht wäre es sogar Samstag besser, Dienstag oder Mittwoch und dann samstags, ob das nicht besser wäre. Ja, ich muss mir echt das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also diesen Freitag wird es auf jeden Fall mal einen Livestream geben. Aber ich muss mir das dann nochmal durch den Kopf gehen lassen, wann genau, sage ich jetzt mal, das Ganze stattfindet. Oh, schon voll, okay. Und ja, das ist so jetzt so meine Sache, wo ich überlegen werde, gerade oder am Überlegen bin, wie ich das machen werde. So, die sind jetzt alle am Sehen. Dann fahren wir auf Feld 21, hätte ich gesagt. Dann können wir da das schon mal sehen. Ja, und deswegen, ich werde im Livestream dazu nochmal was sagen. Könnt ihr ja dann nochmal abstimmen, was ihr haltet. Aber ich denke, Freitag ist doch ein ganz guter Tag, denn da schauen doch einige zu und unter der Woche. Ja, habe ich mir halt so gedacht, Addictive streamt am Montag und dann könntest du halt am Dienstag streamen oder so oder am Mittwoch halt dann. Aber Dienstag, muss ich schon sagen, ist irgendwie besser. Dienstag und Freitag, ja. Aber das könnt ihr gerne entscheiden, also wer das gerade erst sieht, könnt ihr gerne nochmal unten reinschreiben und ja. So, dann jagen wir mal schnell dorthin. Ich muss aber gleich gucken, was die Helfer machen, weil ich sehe gerade im Inspector-Mode, dass mein John Deere nicht fährt. Da muss ich gleich nochmal gucken, was da jetzt Sache ist. Aber ihr seht, wir brauchen dringend einen neuen Traktor und das wird auch die nächste Sparmaßnahme sein. Wir werden hier dann, denke ich mal, Richtung 240 PS gehen. Und da oder mehr. Ich hätte ja Bock auf irgend so ein 724. Also, hätte ich ehrlich gesagt echt Bock. Und ich glaube, das wird auch die nächste Investition sein. So. Sollen wir den GPS nehmen oder sollen wir den normalen Helfer nehmen? Was nehmen wir jetzt? Sonnenblumen, Soja, Mais oder Rüben? Wir haben auf dem 30er Feld haben wir Sojabohnen. Dann auf Feld 52 haben wir Weizen. Können wir auf 5 Raps sehen. Und auf 21 Zuckerrüben. Oder wir machen da was anderes. Auf 16 haben wir ja den Mais noch. Den hauen wir dann runter. Da könnte man dann nochmal Sojabohnen drauf hauen. Hauen wir hier Rüben hin. Komm, wir hauen hier Rüben hin. Dann können wir mit dem großen Holmer arbeiten. Da hätte ich Bock zu. So, Sämaschine ausklappen. Und dann kriegt die ja eine viel größere Arbeitsbreite. So. Fahren tut er schon mal. So, Helfer rein. Olga wird das jetzt machen. Oh ja. Hast du keinen Bock mehr? Verstehe ich. Ich kann dich verstehen, Helferchen. Du hast keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich habe auch teilweise keinen Bock mehr zu arbeiten, aber ich werde dir jetzt ein bisschen auf die Spur helfen hier. Wow, der ist doch schon fast echt zu leicht dafür. Wenn man sieht, wie der sich voranquält hier. Ich denke, da werden wir aber gleich einen anderen Schlepper noch davor hängen. Also wir driften gerade so um die Kurve eher. So. Gucken wir mal, dass wir uns von oben nochmal gestartet bekommen. Ich weiß gar nicht, warum der so leicht auf der Hinterachse ist. Liegt es an dem Fronttank oder ich denke mal. Ah, haben wir den runterlassen. Dann kriegt er ja normalerweise mehrere Pinten. Jo. So, da schaut das doch ganz anders aus. Dann lassen wir den vorne mitlaufen. Hat ja Füße zum Laufen.
Ja, zuordnen mal selber sehen, ein bisschen. Stimmen können wir auch noch offline machen. Oder im Stream dann. Sonst läuft ja. 1455 ist dabei. Der Fan tut auch seine Dinge. Ja. Ja, dann los geht's. Aber sonst schaut es doch schon echt geil aus, das ganze Paket. Oh, hier hat der Helfer vergessen zu grubbern. Ah gut. Sehen wir jetzt so drüber. Oh, Fendt hat die Aufgabe beendet. Das ist sehr schön zu hören. Denn dann können wir vielleicht sogar fast schon umhängen hier. Dass hier noch ein bisschen was vorangeht. So, ich werde hier den Helfer noch mal reinhauen. Sollte ja normalerweise klappen. So. Du bist fertig, sehr schön. Jo, gefällt mir sehr schön. Wunderbar. Dann kann es weitergehen. So, gekruppert ist jetzt alles, also damit sind wir fertig. Dann können wir an den normalerweise die Seemaschine schon packen. Weil, ja, das ist der stärkste Schlepper und das macht mehr Sinn davon. Obwohl das schon, die hat auch 180 PS, aber der hat mehr, der hat 240 PS, glaube ich, sogar fast. So, lassen wir den Autofahrer vorbei. Das Schild nicht mitnehmen. Helfer wird doch Objekt blockiert. Ach, unser Case blockiert sich wieder mit den Autos. Müssen wir gleich nochmal gucken, was der jetzt so Sache ist. Helfer G wird doch ein Objekt blockiert. Schaut ja nicht so danach aus. Ach nö. Hast du echt keinen Bock mehr? Okay, wir hängen den um. Ist doch sinnig. So. Hätten wir doch den anderen Fender vorlassen müssen. Vielleicht verkaufen wir auch den John Deere, ich weiß es nicht. Manche Schlepper denke ich mir schon irgendwie, der John Deere läuft nur 40. Mhm. Gefällt mir der Fender jetzt ausnahmsweise mal viel besser. Ah, ne. 15 wollen wir nicht fahren. So. Helfer I wird doch ein Objekt blockiert. Ach, das ist unser anderer. Unser Case wird doch ein Auto blockiert wieder. Ja, normalerweise klappt das relativ gut. Entweder verschwinden die Autos von selbst oder er schiebt sie über den Haufen wieder irgendwie. Hätten, naja, müssen die rundum leuchten aufklappen. Schaut das ein bisschen besser aus. Ui, der Schlepper ist schon breit, wenn man so guckt, ne? Also, ganz auf dem Fahrstreifen, ich muss ganz so fahren. Fast auf dem weißen Streifen, dass man dass er schön auf dem Fahrstreifen bleibt. Aber schön zum schön gemütlich ist das Teil. Wo fahre ich denn jetzt lang? Ach ja, ich wollte eigentlich. Ich will nur hier mal gucken. Ja, der ist echt gut. Dann fahren wir hier lang, kommen wir auch zu dem einen Feld hoch. Wir hätten auch anders fahren können, wir hätten Curseplay-Helfer fahren lassen können. So. Das machen wir auf jeden Fall in dem Part noch, schnell umhängen hier. Die hier hochkrabbeln in den nächsten Berg. Bin jetzt eigentlich nur zu Feld 21 gefahren, weil ich gucken wollte, ob der da unten zugange ist. Nicht, dass der sich auch noch irgendwie verkeilt in Autos und dass da gar nichts mehr vorangeht. Ja, wir können noch eins weiterfahren. Ah, nee.
Doch, können wir. Nein, können wir nicht. Stopp. Oh, ich bin jetzt schon 12 Folgen auf der Map oder 11 Folgen und kenne mich immer noch nicht aus. Es ist echt kurios. Kann sein, dass es heute ein bisschen eine längere Folge gibt mit mehr Minuten als sonst, aber ich denke mir, so als Abwechslung schadet es ja auch nicht, wenn man mal ein bisschen was Längeres hat. Hängen wir da jetzt noch um, dann kann der nämlich sehen, dann geht das, denke ich, bisschen schneller voran hier als sonst. Ich finde das schon irgendwie extrem, dass das Ganze so lange dauert, dass der jetzt schon dir sich auch so quält. Wenn man das schon sieht, der wühlt und tut und macht da, dann verkeilt er sich wieder in irgendeinem Baum. Der Fan schaut schon dreckig aus, echt. Ich glaube, die dürfen alle erstmal so ein bisschen Pflege bekommen. So. Einmal bitte umhängen. Ja, der Fronttank ist ewig schwer. Das ist das Problem, glaube ich, bei dem John Deere, das er hat. Oh Gott, ne. Anlassen kümmern. So, hängen wir mal um. So, den Frontrack noch davor. Sehr schön. Jo. Haben alles die Probleme damit. Wenn ich den so angucke, der beklagt sich auch irgendwie ein bisschen. Ich glaube, wir müssen selber sehen hier so ein bisschen. Ein Pferd zumindest ein bisschen schneller als der andere, aber der Fronttank ist ein bisschen zu dolle. Ich weiß nicht, ist der sonst auch immer so so schwer gewesen oder so sind die Front so weiter. Na komm, lassen wir mal so fahren. Ne, das sollst du natürlich nicht machen. Dachte, du fährst mal. Ja, egal. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier weitersehen. Oder besser gesagt, in der Ernte sehen wir uns dann schon wieder. Denn im Livestream, denke ich, werden wir relativ weit kommen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.